Wintereinbruch und Energiekrise, wie die Menschen in der Ukraine ums Überleben kämpfen. Rishi Sunaks erste Rede zur britischen Außenpolitik. Premier kritisiert die Regierung in Peking. Wachsende Handelsspannungen mit den USA. Brüssel steht protektionistischen Maßnahmen Washingtons gegenüber. Während zahlreiche Menschen aus Cherson in der Südukraine fliehen, sind die Vereinten Nationen besorgt über die Notlage der zurückgebliebenen Zivilisten angesichts des Wintereinbruchs. Millionen von Menschen sind immer noch ohne Strom, da Russland das Gebiet weiterhin bombardiert. Ein Sprecher der Vereinten Nationen sagte, dass die Reparaturen zwar begonnen haben, aber die Herausforderungen seien unverändert groß. Die Situation ist immer noch kritisch und Mykolaiv nimmt weiterhin Menschen auf, die in den letzten Tagen aus Cherson geflohen sind, was ein Trend seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine ist. Laut des Leiters des ukrainischen Atomenergieunternehmens Energoa Atom gab es Anzeichen dafür, dass die russischen Truppen das Kernkraftwerk Saporischschja verlassen könnten. Russland bestreitet dies jedoch. Man sollte nicht nach irgendwelchen Anzeichen suchen, wenn es keine gibt und auch nicht geben kann. Inzwischen hat die Bevölkerung von Kiew 4 Stunden am Tag Strom. Die örtlichen Behörden richteten provisorische Heizstellen ein für warme Mahlzeiten und zum Aufladen von Handys. Die Menschen in der belagerten Stadt Bachmut, die ohne Heizung, Strom, Treibstoff oder Wasser leben, erhalten Holzöfen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den gemeinsamen Kiew-Besuch von 7 Außenministerinnen und Ministern der baltischen und nordischen Staaten als Zeichen der Solidarität gewürdigt. Die Diplomatinnen und Diplomaten besprachen, wie Waffenlieferungen beschleunigt werden können, erörterten die Energiekrise und tauschten sich auch aus über die Bemühungen zur Einrichtung eines Sondertribunals zur Untersuchung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Zur Bewältigung der Energiekrise und der russischen Bombardierungen benötige die Ukraine eine verbesserte Luftabwehr und Transformatoren, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Die norwegische Chefdiplomatin stellte den russischen Präsidenten Wladimir Putin an den Pranger. Putin hat keine Fortschritte auf dem Schlachtfeld gemacht, also benutzt er jetzt die Kälte als Waffe und wird den Menschen in der Ukraine die Stromversorgung kappen. Unterdessen forderte die ukrainische Präsidentin Gattin eine globale Antwort auf sexuelle Übergriffe im russischen Angriffskrieg. Olena Zelenska war in London, um Gespräche mit der Gattin des britischen Premierministers Rishi Sunak zu führen. In Bukarest trafen sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der rumänische Präsident Klaus Iohannis im Vorfeld der heute beginnenden 2-tägigen Sitzung der NATO-Außenministerinnen und Minister. Stoltenberg sagte, dass man bei der Bereitstellung von Luftabwehrsystemen noch mehr tun müsse. Ukrainische Freiwillige durchkämmen den Wald nahe des Dorfes Dovenke im Nordosten der Ukraine bei Isium. Sie haben etwa 20 tote russische Soldaten gefunden, die bei Angriffen auf eine ukrainische Stellung gefallen sind. Auf der Suche nach getöteten ukrainischen Kameraden haben wir die Leichen russischer Soldaten gefunden. Die russischen Truppen haben versucht, unsere Verteidigungsstellung zu zerstören. Zuerst beschossen sie mit Granaten, dann trafen Luftangriffe und dann griffen sie mit ihrer Infanterie an. Der größte Teil der Infanterie wurde getötet. Die Leichen fanden sich im Wald außerhalb des Dorfes. Sie wurden untersucht. Persönliche Gegenstände wie Geld und Dokumente wurden registriert. Es sind russische Soldaten. Einige trugen ukrainische Uniformen mit unserer Tarnung, aber einem St. Georgsband, einem russischen Symbol. Das heißt, sie haben getragen, was sie eben bekommen konnten, weil es wohl nichts anderes gab. Es könnten frisch mobilisierte Soldaten oder Sträflinge sein, die hier in den sicheren Tod geschickt wurden. Die sterblichen Überreste der russischen Soldaten könnten Tauschgut werden gegen die Leichen ukrainischer Soldaten. Russland hat uns großen Kummer bereitet. Es hat einen Krieg gegen uns begonnen, es zerstört unsere Städte und tötet unsere Menschen.
Aber wir bleiben auch unter diesen Umständen menschlich und bergen auch ihre Gefallenen. Wir hoffen, dass sie auch die Leichen unserer ukrainischen Soldaten bergen und begraben. Während des russischen Einmarsches wurde das Dorf am 11. Juni besetzt. Ukrainisches Militär eroberte Dowenke am 11. September 2022 zurück. In seiner ersten großen Rede zur Außenpolitik hat der britische Premierminister Rishi Sunak die Regierung in Peking kritisiert. Bei einem Bankett des Bürgermeisters von London sagte Sunak, China stelle eine systemische Herausforderung für die Werte und Interessen Großbritanniens dar. Er verurteilte das Vorgehen gegen einen britischen Journalisten in Shanghai. Anstatt auf die Proteste ihres Volkes zu hören, hat die chinesische Regierung beschlossen, noch härter durchzugreifen, unter anderem durch die Attacke auf einen BBC-Journalisten. Die Medien und unsere Parlamentarier müssen in der Lage sein, ohne Sanktionen auf diese Probleme hinzuweisen, einschließlich des Anprangerns von Missständen in Xinjiang und der Beschneidung der Freiheit in Hongkong. Das chinesische Außenministerium erklärte jedoch, der BBC-Reporter Ed Lawrence habe sich nicht als Journalist zu erkennen gegeben. Durch ein großes Polizeiaufgebot und Barrikaden sind in Shanghai neue Demonstrationen wie dieser am Vortag offenbar verhindert worden. Dennoch kam es Berichten zufolge zu neuen Festnahmen. In China herrscht praktisch eine Nachrichtensperre. In sozialen Medien werden Videos über Demonstrationen schnell gelöscht. So sieht sich Joe Biden am liebsten, als Sachwalter von US-Spitzenindustrien und Beschützer amerikanischer Interessen. Doch dies führte zu ernsthaften Spannungen mit seinen europäischen Verbündeten. Der im August vom Kongress verabschiedete sogenannte Inflation Reduction Act subventioniert grüne Technologien, made in USA, wie Elektroautos, energieintensive Industrien und erneuerbare Energien mit 370 Milliarden Dollar. Die EU sieht ein Foulspiel. Brüssel befürchtet, dass europäische Unternehmen durch eine eklatante Verdrehung internationaler Handelsregeln vom US-Markt verdrängt werden. Man fordere lediglich Fairness, sagte Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis. Er erwarte, dass europäische Unternehmen und Exporte in den USA genauso behandelt würden wie US-Mitbewerber in Europa. Das US-Anti-Inflationsgesetz tritt im Januar in Kraft. Deshalb verhandelt eine gemeinsame EU-US-Taskforce seit Wochen über mögliche Ausnahmen für europäische Unternehmen, bisher ohne Erfolg. Experten sind mehr als skeptisch, dass ein Kompromiss gefunden werden kann, da die USA Freihandelsprinzipien längst über Bord geworfen hätten. Deshalb sollte Europa mit gleicher Münze antworten, auch wenn dies einem Drahtseilakt gleich käme. Das Letzte und Dümmste sei, jetzt einen Handelskrieg vom Zaun zu brechen, weil die EU in einer schwachen Position sei, so Jakob Kierkegaard vom German Marshall Fund. Stattdessen sollte Europa über eigene Subventionen nachdenken, die allerdings gezielt und begrenzt sein sollten. Es gehe darum, den grünen Übergang der Wirtschaft mit öffentlichen Hilfen zu beschleunigen, um sicherzustellen, dass europäische Unternehmen auch international wettbewerbsfähig sind. Solche europäischen Gegenmaßnahmen sind indes politisch voller Risiken. Denn die EU ist wegen der Bewaffnung der Ukraine und der Lieferung von amerikanischem Flüssiggas als Ersatz von russischen Lieferungen so stark abhängig von den USA wie selten zuvor. Serbien ist ein stolzes Land, stolz auf seine Geschichte, seine Kultur und den Slivovitz, den Pflaumenschnaps. Die Tradition, das Handwerk und die Rezepte könnten jetzt immaterielles UNESCO-Kulturerbe werden, so wie armenisches Fladenbrot, koreanisches Kimchi oder türkischer Kaffee. Der Slivovitz ist so beliebt, weil die Frucht, die Pflaume, so beliebt ist, aus der er gemacht wird. Die Pflaume ist sehr wichtig in der serbischen Ethnologie, im Alltag, in der serbischen Geschichte. Mit keiner anderen Frucht sind die Serben so eng verbunden. Früher wurde vor dem Bau eines Hauses zuerst ein Pflaumenbaum gepflanzt, um zu sehen, ob er Früchte trägt. Und wenn ja, war der Boden sauber, gesund und manchmal sogar heilig. Und dann haben die Menschen dort ihr Haus gebaut. Der Pflaumenschnaps wird vielerorts selbst gebrannt, vor allem in ländlichen Gebieten.
In Kürze soll die UNESCO entscheiden, ob Desliwowitz ein Stück serbische Kultur und Identität ist. Allerdings betrachten viele osteuropäische Länder den Pflaumenschnaps ebenfalls als ihr kulturelles Erbe.